Die Tagelöhner Familie Pawlak, Mutter und Geschwister, sind Karl aus Masuren nach Westfalen gefolgt. Fritz und Jeremias finden ebenfalls Arbeit auf Zeche Morgenroth. Jeremias unter seinem neuen Vornamen Karol, um die Identität des älteren Bruders weiter zu verschleiern, den die Polizei wegen versuchten Totschlags an seinem ehemaligen Gutsherrn sucht. Die Arbeit unter Tage ist schwer und ungewohnt. Fritz hütet die Wettertüren. Jeremias, alias Karol, hingegen ist den Strapazen im Berg weder körperlich noch seelisch gewachsen. Er bekommt den sogenannten Bergkoller und kann fortan nicht mehr einfahren. Im Jesuitenhaus am Marktplatz in Lütgenhorst verliest der Bürgermeister das neue Jesuitengesetz. Es untersagt den Seelsorgern jede erzieherische und politische Tätigkeit. Vor der aufgebrachten Menge muss der Bürgermeister Schutz im Laden des Juden Kohn suchen, dem die Schaufensterscheiben eingeworfen werden. Unter Tage auf Zeche Morgenroth ereignet sich ein Unglück. Drei Masuren, die auf Anweisung des Steigers Zismann Stempel rauben sollten, werden im Streb verschüttet. Obersteiger Bollkamp, der zur Hilfe kommt, ereilt das gleiche Schicksal. Er muss irgendwo da hinten sein. Verdammter Mist. Na also los. Vorsichtig. Langsam. Drin sein. Das wissen wir nicht. Wie viele Mann waren hier? Drei Mann zum Füllen. Mach mir Sorgen um Volker. Da liegt er. Tag, Doktor. Was ist denn passiert? Gleich werden wir es wissen. Das Bein. Wie ist das passiert? Bollkamp! Der Obersteiger war bis zum Bauch verschüttet. Er lebt aber noch. Bei der Auffahrt hat er deutlich gestöhnt. Schuhe ausziehen. Ruf den Schreiner. Ich muss schienen. Schlechtes Licht? Nebel. Das würde einen guten Effekt geben. Pferd und Reiter aus dem Nebel herausdrängend, während er über den Österreichern wie ein Leichentuch liegt. Wollen sich wohl Arbeit sparen? Alles zudecken mit dem Nebel, was? Ein Haufen Infanterie malen ist einfacher als ein anständiges Nebelstück. Wir hatten klares Wetter bei König Grätz. Sicht war unbegrenzt. Glaube sogar, Sonne schien. Ich male nicht nach der Natur, Herr Krechting. Ich male Ihnen Ihren Lieblingshund mit in die Schlacht, wie zu Besuch. Ich erfinde Symbole für Ihre industrielle Tätigkeit. Ich streng mich an, Ihre ganze Persönlichkeit mit in das Bild einzubringen. Ich bin bekannt für meine allegorischen Porträts. Nebel ist verdammt schwierig. Selbst bei den alten Meistern selten gelungen. Raphael zum Beispiel. Man weiß nie, wo fängt der Nebel an, wo hören die Wolken auf und umgekehrt. Ja, dann verzichten Sie doch auf den Nebel. Mich reizen schwierige Aufgaben. Übrigens, meine Frau hat sich über die ersten Entwürfe aufs Wohlwollendste geäußert. Was ist denn? Der Herr Pflanz, es soll ganz dringend sein. Entschuldigen Sie, Herr Direktor, wir haben einen Bruch. Meine Sachen hier. Und anspannen lassen. Ein hübsches Kind.
So, komm jetzt. Kannst du es mal überziehen? Aber nur zur Abendprobe. Ja, ich weiß. Es ist für das Gänsefest. Mhm. Mal sehen. Es ist zu lang. Nein, hat's doch ab, Kind. So, komm. Jetzt guck dich mal an. Gefällt's dir? Bleib stehen. Es gefällt mir. Bleib doch. Wer kommt denn da? Vater hat's erwischt. Vater? Blöden Hund. Um Gottes Willen, Wilhelm! Was ist denn passiert? Erschreck nicht, Mutter. Es ist nur das Bein gequetscht. Er darf sich nicht bewegen. Ganz ruhig liegen, hat der Doktor gesagt. Ach, Vater. Hab so schlimm, Söfken. Ich hab's gewusst. Eines Tages bringen sie dich auf der Bahre nach Hause. Wir waren dabei. Der Herr Obersteiger wollte eingeschlossenen Bergleuten helfen. Und dabei ist er dann selber verschüttet worden. Tag für Tag, die ganzen Jahre, habe ich dieses Bild vor Augen. Jetzt ist es passiert. Bring sie ihn rein. Ich mache ihm ein paar schöne Krücken, Frau Bollkamp. Krücken? In 3 Wochen kann ich wieder laufen. Leg mich aufs Sofa. Mein Gott, ist die schön. Sage ich doch. Du kennst die? Ja, der blonde Engel. Nun trag den Herrn Obersteiger doch endlich rein. Die 3 geretteten Bergleute, Masuren, haben in der Vernehmung durch Steiger Zissmann zugegeben, eigenmächtig Stempel geraubt zu haben, um sich die Arbeit des Füllens zu ersparen. Die Männer haben bereits Abkehrzettel bekommen. Machen Sie einen genauen Bericht. Ein Bericht, mit dem auch die Bergpolizei zufrieden ist. Und Obersteiger Bollkamp? Blind rein nach dem ersten Bruch. Ohne Zweifel eigenes Verschulden. Ärgerlich. Die Sache muss schnellstens in Vergessenheit geraten. Ein würdiges Fest zum ersten Spatenstich für den neuen Schacht. Die Genehmigung zum Teufel haben wir doch schon. Liegt vor, Herr Direktor. Dann sollten wir uns beeilen. Pflanz, legen Sie ein Verzeichnis an. Ehrengäste zur Eröffnungsteufel. Und von Ihnen erwarte ich umgehend Ihren Bericht. Schwerpunkt: Unerfahrenheit. Menschliches Versagen. Hieb und stichfest. 476, Pawlak, Jeremia. Pawlak, Pawlak, da haben wir es. 3 Überschichten gefahren. Sie machen sich ja kaputt. Hier, 22 Mark 10 Pfennig. Kann ich das Geld für meinen Bruder Karol mitnehmen? Nein, nein. Persönliches Erscheinen oder Sie bringen eine schriftliche Vollmacht. Er ist krank. Er liegt im Bett. Viel Lohn kriegt er sowieso nicht. 2 Grubenlampen werden ihm abgezogen. Und das Gezähe mit nach Hause genommen oder geklaut. Der soll froh sein, wenn der ohne Bestrafung davon kommt. Der Nächste. 458. Hubert Friedrich. Hast du nichts mitzugeben für die Heimat? Brief oder Geschenk oder irgendwas? Wieso? Der Fiebern und die Ortlings fahren doch zurück. Aber du kennst wohl niemanden mehr zu Hause. Ich kann mich dunkel erinnern, dass es da mal ein Mädchen gab, Elli oder so ähnlich. Mhm. Halt dich da raus. Kommst wohl allmählich durcheinander. Steigergroschen, Jungs. Steck das Geld weg. Sagt Zissmann, von uns kriegt er keinen einzigen Pfennig mehr. Was hab ich damit zu tun? Sag ihm das selbst. Sag ihm, wir wissen, dass er die Wagen, die er uns null für sich anschreiben lässt. Den Teufel tue ich. Und sag ihm, wir lassen uns nicht einschüchtern. Wir wissen genau, wer Schuld an dem Unglück hat. Pawlak, mach dich nicht unglücklich. Der Mann hat recht. Schluss mit den Steigerdroschen. Schluss mit der Arschkriecherei. Lasst uns eine Kasse gründen mit dem Geld. Eine Unterstützungskasse.
gegen die Willkür der Steiger. So. Und deine Mütze ist die Kasse, was? Da kann ich mein Geld ja gleich wegschmeißen. Hau ab. Pass auf, da ist eine Menge Geld drin. Schreib drauf, für wen? Für wen, für wen? Meine Frau natürlich. Du musst die Namen draufschreiben, bei so vielen Umschlägen. Schreib du selbst, damit du es hinterher auch lesen kannst. Na gut. Fiebern! Du musst mir das schriftlich geben, dass der Zismann euch befohlen hat, die Stempel da rauszuholen. Jetzt schickt man euch nach Hause aus Angst vor einer Untersuchung. Komm, unterschreib mir das. Steiger Zismann hat uns befohlen, im Streb 4 die Stempel zu rauben. Kann nicht. Hat mein Wort schon vergeben. Die anderen auch. Wie viel? 50 Mark und die Fahrt. Feiglinge. Was sollten wir tun? Wir konnten gar nicht anders. Er hätte sonst behauptet, wir werden eigenmächtig gehandelt. Er glaubt uns schon, wenn ein Steiger schwört. Deine Schwestern haben sich gut eingelebt. Judith ist im Konsum, arbeitet bei Rotert. Und Ruth. Ruth hat sich fein gemacht und ist weggegangen. Hat aber nicht gesagt, wohin. Ja. Willst du mich nicht waschen? Mit brennendem Herz, geliebter Schatz, sehne ich mich nach dir. Öd und leer ist die Welt ohne dich. Der Sinn des Lebens schwindet dahin. Und weißt du was, Pavlak? Von jetzt an mischte dich allein. Herr Ende, was machen Sie denn hier? Ihre Gattin hat mir liebenswürdigerweise gestattet, mich von diesem prächtigen Bild inspirieren zu lassen. Wie Sie vielleicht wissen, schreibe ich meine erste Oper. Ich werde sie Cheruskertum nennen. So. Meine Frau hat Ihnen das gestattet? Ja. Ja. Und wie lange brauchen Sie noch, um sich inspirieren zu lassen? Tja, ich werde Sie nicht länger stören. Ich fahre demnächst nach Bad Ems. Dort werde ich mein Werk vollenden. Cheruskertum. Das hat doch sicher was mit der Hermannsschlacht zu tun, ne? Ja. Ist aber schon lange her. Da haben wir doch in jüngster Zeit passablere Schlachten gehabt. Es wäre gut, wenn unser Volk zu den Quellen zurückkehrt. Wiedersehen, Herr Krechting. Na dann, ein herzliches Glück auf, mein Lieber. Wiedersehen. Gustav? Schon Besuch da für Sefken? Ich will deinen kranken Vater besuchen.
Mein Vater ist im Krankenhaus. Kriegt das Bein abgemacht. Ist deine Schwester drin? Geh mal rein. Tag. Ich wollte eigentlich Ihren Vater besuchen. Bitte. Danke. Bitte kommen Sie doch herein. Wir sind alle hinterm Haus. Ich und die anderen Bergleute von Morgenroth bedauern den Verlust des Beines Ihres Gatten außerordentlich. Guten Tag. Sie sind wohl einer dieser Ostlinge, was? Ich bin Masure. Entschuldigen Sie, Frau Bollkamp, aber die Kondolation war sicher gut gemeint. Herr Lehrer Ende ist ein guter Freund des Hauses und Operndichter. Und Herr Schlangensieben ist unser Nachbar. Jeremias Pawlak. Setzen Sie sich zu uns. Ich hole noch eine Tasse. Und was das Bein betrifft, es gibt heute schon Prothesen mit Stahlgelenken. Damit kann man sogar Treppen steigen. Aha. Mit einem Bein, was soll er denn dann noch in der Zeche? Na ja, und hier? Kann er noch säen, pflügen, jauchen? Ach, da ist doch nur noch halb. Gefällt es Ihnen hier in Westfalen? Es gefällt mir sehr gut hier. Danke. Tja. Wie geht's denn meinem Schwein? Was denn für ein Schwein? Der Herr Lehrer hat sein Schwein bei uns im Stall. Was ich immer noch nicht verstehe, ist, warum der Wilhelm so leichtsinnig war. Er ist doch so erfahren. Warum musste er in diesen Stollen? So schlimm es ist, Frau Bollkamp. Herr Direktor Krechting wirft ihm auch eigenes Verschulden vor. So? Er wollte verschüttete Bergleute retten. Aber das ist doch keine Schuld. Das ist auch nicht. Schuld hat ein ganz anderer. Ein Steiger wollte Profit für sich machen. Und der hat die neuen Stempel nicht von oben geholt, sondern die alten unten geraubt. Sie wissen das ja ganz genau. Ich war ja auch dabei. Das sollten meine Landsleute, die dabei waren, mir unterschreiben. Aber die Zeche hat jedem von ihnen 50 Mark gegeben und eine freie Heimfahrt. Unterschrieben hat keiner. Und warum nicht? Aus Angst. Oder aus Dummheit. König wird immer, wer auf dem Sattel die Gans vom Galgen holt. Als erster reitet der Steiger Zismann. Der Steiger Zismann aus Lützenhorst. Also eigentlich ist es ja eine Sünde, auf Pastoren zu kommen. Dann hat man schon mal Gelegenheit dazu. Damen und Herren,
Er gehört, er gesehen, er eingegangen. Sie sehen in diesem bescheidenen Hund eine großartige, künstlerische Darbietung. Sieht genau aus wie in Afrika. Ganz echt, wie bei deinem Livingston. Wie wär's? 1,50 nur bräuchlich. Wie fantastisch. Komm, ich bezahle. Ist gut, ich schicke das dann nach Hause. Die weltbekannte Schönheit. Die tollkühne Artistin. Ist gut so? Die hinreißende Tänzerin. Die international gefeierte, die Söse, Minna Nallenfatz. In Bochum war's im Monat Mai. Der Ort war ein feuchtes Kellerloch. 11 Kinder standen mit dabei. Aufs 12. warteten sie noch. Der Koloniesteiger Rothart aus Lütgenhorst. Ist dir was passiert? Fehlt ihm was? Nein, nein, nein. Alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Danke, danke. Wo ist das Pferd? Ist das Pferd in Ordnung? Diese Lebenssituation wird getreulich nachgestellt, wie alle anderen, die noch folgen. Meine ersten festen Liebhaber waren treu und reichlich erfahren. Es waren fette Bochumer Wanzen. Vor lauter Jucken lernte ich tanzen. Das ist ein kleiner Pudelhund. Das ist ein kleiner Husch. Ach, das ist ein kleiner Wauf. Du bleibst da, ja, da. Mensch. Mensch, bitte mich nicht. Nee. Mensch, bitte mich mal. Fett mal so ein bisschen rum, ja. Noch so ein Stückchen, noch so ein Stückchen. So, komm mal wieder so rum, so. So. Weißt du jetzt, wer ich bin? Du, die Stimme, die kommt mir bekannt vor. Ich bin Mephistopheles, der oberste Schiffsverteufel aus der Hölle. Kasper Andreas, weißt du, bist verrückt, mein Kind. Ah, oh, oh. Hat er mir den geklaut? Ja! Ich hab... Kasper Andreas, du Fleisch. Jetzt hast du keinen Knüppel, dann geht das auch so. Ich stoß
Bitte! Na, dann mach das mal. Das schöne Leben an, ohne Prügel, ohne Geschrei in der Nacht. Da ging ich nur noch die Straße lang und hab mich beliebt gemacht. Hier mal geduckt und was eingesteckt, da mal geduckt und sich mal hingelegt. Da schätzte man mich bald, da kam man ohne mich nicht aus. Hehe, hoch dat Bein, riefen sie mich. Komm mal kurz rüber, kriegst auch einen Groschen. Tanz mal was vor. Da wurde ich, was ich bin. Bochums berühmteste Tänzerin. Ich tu die Beine heben. Das Vaterland soll leben. Herrschaften, treten Sie näher, treten Sie rein. Die Ersten haben die besten Plätze. Die Vorstellung beginnt in wenigen Minuten. Treten Sie näher, dann kommen Sie doch rein. Kommen Sie rein, ja. Hol doch noch mal ein paar Leute ran, noch keine 50 Mark. Mann, jetzt reite doch keiner mehr, wenn alles klar ist. Hey, versuchen Sie mal Ihr Glück. Ein Ritt ne Mark, Mordspaß. Mach doch mal, ich setz auch auf. Eine Mark. Aber auf eigene Gefahr. Ja, ja. Hier kann jeder seinen Spaß haben. Sag mal, wie heißt er denn eigentlich? Pablak. Pablak. Und wo kommt ihr her? Aus Masuren. Für den Gänsekönig. Ein Gratis-Abonnement in der allseits geschätzten Zeitung, was? Vielleicht. 2 Mark auf Herrn Schlangensiefen. Das lohnt kaum. Frau Schelling, da zahle ich kaum noch 10%, wenn der gewinnt. Und der gewinnt. Na, geben Sie her, ich nehme es an. Wissen Sie, auf den Schlangensiefen, da wetten Sie alle. Schlangensiefen, wo ist er denn eigentlich? Ja. Schlangensiefen! Ludger! Reiten Sie schon mal. Ein Pferd wie ein Pavlak. Als nächster reitet ein Herr Pavlak aus Masuren. Sichere Hand. Männer mit solchen Händen formen das neue Reich. Bravo. Respekt, mein Lieber. Sie machen Masuren alle Ehre. Oh! 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 Oh!
sind verrückt geworden. Sie sind wirklich verrückt geworden. Der Verleger des Lütkenhorster Ruhranzeigers überreicht dem Lütkenhorster Gänsekönigspaar 1872 diese Urkunde, die zu einer Luftreise mit meinem Freiballon berechtigt oder zum kostenlosen Bezug des Lütkenhorster Ruhranzeigers für ein Jahr. Gegeben im Jahre 1872 von Druckereibesitzer Ernst Flake. Söfken, Herr Pawlak, bitte sehr. Tja, Zeitung? Wir nehmen die Luftreise. Also gut. Es geht los, sobald wir Westwind haben. Bitte mal hier sehen. Und jetzt nicht bewegen, bitte. Dankeschön. Unser Eins ein Gewissen hat. Gefühl für Anstand und Schicklichkeit. Da haben diese Ostlinge ein Loch. So? Wissen Sie, wie die Ostlinge entstanden sind? Nee, wie denn? Als Gott beim Menschenmachen der Lehm ausging, waren gerade die Ostlinge dran. Man muss da Scheiße nehmen. Was haben Sie sich bloß dabei gedacht? Sie machen sich unglücklich. Und mich. Ach, was sollen die Leute jetzt nur über mich denken? Es war doch alles abgemacht, wer gewinnt. Und jetzt kommen Sie. Ein Mädchen muss wissen, was sich gehört. Ich hätte das nie von dir gedacht. Ausgerechnet jetzt, wo dein Vater im Krankenhaus liegt. Das hätte dir doch auch nichts ausgemacht. Doch wohl noch ein Unterschied. Ich oder Son habe nichts. Wenn dieser Ostling Sie belästigt, Fräulein Bollkamp, ein Wort zu mir. Ich weise ihn in seine Grenzen. Ich kann mir selber helfen. Aber das Schlangensiepen nicht mehr zum Zug kam. Dramatische Wende. Erinnert mich an meine Oper. Wo gerade sind Sie denn, Herr Ende? Komponiere jede Nacht. Ich habe schon viel von Ihnen gehört. Meine Freunde haben mir erzählt, da gibt es ein Mädchen, das ist so weiß wie Schnee. Aber ich bin doch voller Sommersprossen. Ein Mädchen ohne Sommersprossen ist wie ein Himmel ohne Sterne. Pack doch nicht den ganzen Berg zusammen. Hey, was soll das? Was legst du für ein Tempo vor? Du bist verrückt. Ich bin so glücklich. Ja, du bist glücklich. Zu Hause geht alles drunter und drüber, aber du wirst Gänsekönig. Dein Bruder ist halb verrückt und deine Schwester treibt sich rum. Mit einem Italiener! Du wolltest den Vater ersetzen. Ich kann ihr doch nicht vorschreiben, dass sie dich lieben soll. Du hast eben keinen Familiensinn. Ach. Deine Rosa macht auch keinen Finger mehr drum. Und die Hessen sind jetzt die Herren im Haus. Ich bin verliebt. Halt's Maul, ich kann's nicht mehr hören. Hört auf zu streiten. Zischmann hat uns einen Wagen genullt. Zu viel Steine drin, behauptet er. Das haben wir dir zu verdanken. Nur weil du den Steigergroschen nicht gegeben hast. Und? Waren zu viele Steine drin? Überhaupt nicht. Ach was, nicht mehr als sonst. Also, du bist Ortsältester, kümmere dich drum. Wenn du den Steigergroschen bezahlt hättest, wäre alles in Ordnung. Hab ich aber nicht, werd ich auch nicht. Recht muss Recht bleiben. Auf unsere Kosten. Wenn du bloß nicht immer das Maul so voll nehmen würdest, Pawlak. Recht muss Recht bleiben, das sagst ausgerechnet du. Großmaul. Steiger Zissmann, ich will mich beschweren. Ausgerechnet der. Es sind wieder zwei Wagen genullt worden. Und es waren keine Steine drin. Kommen Sie mit. Die östliche Markscheide von Morgenrot 1 schließt an der südlichen Markscheide von Abendrot ein trapezförmiges Feldestück ein. Circa 390.000 Quadratmeter. Trotz geringen Umfangs ist das Teilstück wertvoll. Das gehört uns noch nicht? Sträflicherweise nicht.
Herein. Es liegt östlich Sekundusverwerfung und enthält einzelne Gas- und Fettkohlenflöze mit der mageren Partie drunter. Was gibt's? Der Mann hält's für nötig, sich dauernd zu beschweren. Sind Sie mit dem Gedinge nicht zufrieden? Die Kohle geht da sehr schlecht weg, weil sie verdammt hart ist und meist angebrannt und mit Steinen versetzt. Flöz 4, kenne ich. Was kriegt ihr? 2,40 Mark. Na bitte, ist doch viel Geld. Der Gedingelohn wurde erst vor kurzem erhöht. Dafür wird mehr genullt. Wir kommen nie über 3 Mark die Schicht. Das ist die reine Willkür. Sie wissen nicht, was Sie reden. Paragraph 24 der auch von Ihnen akzeptierten Arbeitsordnung sagt, für Förderwagen, welche nicht vorschriftsmäßig voll oder unrein geladen sind, wird ein Lohn nicht gezahlt. Im Wiederholungsfalle und unter erschwerenden Umständen kann außerdem noch eine Geldstrafe oder sofortige Entlassung verfügt werden. Es ist den beteiligten Arbeitern der Zeche gestattet, auf ihre Kosten durch ein Mitglied der Belegschaft das Nullen der mangelhaft oder unrein geladenen Wagen überwachen zu lassen, jedoch ohne dass die Förderung dadurch gestört wird. Dieser Mann werden Sie sein. Eine Woche werden Sie nicht einfahren, sondern dem Lademeister bei der Arbeit zusehen. Wollen doch mal sehen, ob auf Morgenrot aus Willkür genullt wird. In 8 Tagen wieder hier melden. Name? Pavlak. Glück auf. Ja, komm schon. Immer Ärger mit der Nullerei. Der Zissmann macht's wie alle anderen. Die Steiger nehmen die genullten Wagen für die Kesselfeuerung. Da werden sie in voll angerechnet. Da schien das aber begriffen zu haben. Ich kann doch einen Steiger nicht vor einem Masuren runterputzen. Also, nochmal zu diesem Feldesstück. Ich hoffe, es war nicht zu anstrengend für dich. Sehr angenehme Fahrt. Ich bin drauf und dran, mein Geld in die Eisenbahn zu stecken. Oh, das höre ich ja nun gar nicht gern. Und der Streik? Der ist beendet. Die Jesuiten sind weg und der katholische Pastor ist im Gefängnis. So. Du, der hetzte öffentlich in einer Predigt gegen Bismarck. Aber jetzt herrscht wieder Ruhe. Mhm. Die Produktion läuft auf vollen Touren. Mhm. An der neuen Bohrstelle wird in 3 Schichten gearbeitet. Mhm. Und das Anlagekapital ist auf 90.000 Mark angesetzt. Es war innerhalb weniger Stunden an der Börse gesichert. Naja, ich werde dir alles an den Modellen erläutern. Oh, warte. Ja. Naja, am Anfang laufen alle Gründungen gut, nicht? Die Aussicht auf 2 neue Bahnhöfe in der Umgebung versetzt das industrielle Leben in Hochstimmung. Naja, und wie geht es meiner Tochter? Gut. Es herrscht nur eine gewisse Aufregung zu Hause, weil die Amme verschwunden ist. Die Amme ist verschwunden. Und die Aufregung?